Mein Name ist Satakili und ich bin 18 Jahre alt. Ich habe sicher nicht so viele Krisen erlebt wie andere Jugendliche. Nicht wirklich. Scheiße passiert eben. Schlimme Dinge passieren eben, klar. Aber das ist doch immer so, oder? Aber die echte Herausforderung in meinem Leben, die schwerste Krise, bin ich. War immer ich. Solange ich denken kann, hatte ich immer Angst. Angst vorm Versagen. Angst davor, Menschen zu enttäuschen. Menschen zu verletzen, verletzt zu werden. Ich dachte, wenn ich mich schütze und auf andere Dinge konzentriere, andere Leute, wenn ich es nicht spüre, naja, dann kann mir nichts etwas anhaben. Ich hab's verbockt. Ich hab nicht nur den Schmerz ausgeblendet, ich hab alles ausgeblendet. Das Gute und das Schlechte. Bis nichts mehr da war. Es ist in Ordnung, im Jetzt zu leben, aber das Beste am Jetzt ist, dass es morgen wieder eins gibt. Und darauf kommt es für mich an. Mit freundlichen Grüßen, Satakili. PS, ich weiß nicht, ob die Abgabefrist schon vorbei ist. Wahrscheinlich schon. Aber das ist okay. Vielleicht ist es für diesen Aufsatz zu spät. Aber nicht zu spät für mich. Bis dann, Amy. Mach's gut.